Das Ergebnis der gestrigen Leichenlotterie eine solide 30. 10 davon aus Haywood. Geht doch nichts über Gangkriege. Dazu ein toter Polizist. Also seid ihr alle sowas von im Arsch. Sowas nimmt das NCPD persönlich. Während in Santo Domingo erneut Stromausfall herrscht, Netrunner zerballern mal wieder wie üblich das Stromnetz. In Westbrook kratzt Traumateam unterdessen die Überreste von Cyberpsycho-Opfern vom Asphalt. Und in Pacifica, naja, Pacifica ist eben Pacifica. So viel erst einmal von mir, eurem Stan. Genießt euren Tag in der Stadt der Träume. Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Part von Cyberpunk 2077. Ja, Leute, ich habe mir gedacht, ich mache lieber ein Video daraus anstatt einen Livestream. Da es, glaube ich, ein bisschen zu langweilig werden könnte, wenn wir darüber einen ganzen Livestream machen. Und deswegen schaut euch das Ganze einfach als Gameplay an. Ich glaube, das ist besser. Könnt ihr auch zurückspulen und könnt euch das Ganze einfach wie so eine Art Film angucken. An alle, die es nicht spielen können, weil sie leider die Grafikkartenanforderungen nicht erfüllen oder eine Konsole haben und jetzt, so wie ich davon, jetzt nicht so begeistert sind. Ich habe es zwar nicht für die Konsole, aber ich habe mir viele Videos angeguckt auf YouTube und ja, die Grafik spricht auf den Konsolen für sich. Aber auf dem PC ist das Ganze zum Glück spielbar, wenigstens auf einer Konsole. Nun mögen wir beginnen mit Cyberpunk 2077. Geld, da gibt's keinen Spaß. Ihr vergeudet euer Leben. Lauft uns hinterher wie Hündchen. Wer hat dir in den Kaffee gepisst? Klar. Aber ich will's weiter. Johnny, warte! Mach das nicht. Du kannst immer noch zurück. Komm her, Mann. Scheiß auf die Band. Nicht deine Leute, nicht deine Szene. Mach dein eigenes Ding. Mistkerl. Ich werde dich echt vermissen. Bis im nächsten Leben, mein Freund. Sauer bist, bringt mein Südstaatlerblut in Wallung. Steigt ein, bevor ich meine Meinung ändere.
nicht scheitern. Bring uns in die Luft. Hier, setz das auf und nimm es nicht ab, klar? Nochmal? Jetzt komm schon, wir müssen los! Der Demolitron. Bombe ist bereit. Sag keine Linie, Anpass! Los, weg! Schieß die Kabel durch! Schmeiß die Rotoren an, wir sind gleich da! Noch nicht fertig. Ich muss das hier noch in ihr Subnet speisen. Scheiße, ich wusste es.
Es ging dir nie um Arasaka, oder? Sondern um dein Groupie-Output. Du würdest das nicht verstehen, Rogue. Mach das alleine. Du hast 4 verfickte Minuten, wenn du mitgenommen werden willst. Tür ist offen. Arasaka ist am Anmarsch. Ich liebe dich, Alter. So wie der Rest der Welt. Gleich am Zugangspunkt. Netter Eisbrecher. Aus dem Ausland? Kennen wir denn jemanden, der das Subnet-Protokoll umschalten kann? Sehr komisch. Hilfst du uns oder nicht? Weben, spinnen, spinnen, weben. Zeit, ein paar Fliegen zu bauen. Reisiger Eisbrecher. Wir sind im Fernsehen. Seht, fertig. Und jetzt raus da. Sie kommen hoch. Sofort zum Dach. Schnell. Hab's doch gesagt, Johnny Boy. Eines Tages mach ich dich fertig. まだ生きています。わかりました。向かいます。Versuchen wir es nochmal. Deine Komplizen. Woher hattet ihr die Spaltmaterialien? Willst du dem guten Kopf da drüben nicht mal was sagen lassen? Welcher Terror? Wo? Hey, Opa. Dich kenne ich. Matsui. Jukzetsu Hanashiosu. Starb in diesem Turm. Ich dauere Uso.
ausgehen. Schwerer als er aussieht. Hör zu, Alter. Ich hab genau gemacht, was du wolltest. Also lass uns was aus. Arasaka-sama, Uchijiue no Satsugai-han wo mitzukemashita. Kono otoko de machigai arimasen. 1時間後には着くかと。Hilf mir. Deine Hilfe.
Du kippst wieder um! Halt die Augen offen! Fuck! Wir brauchen beide medizinische Versorgung. Gibt es einen Ripper-Doc, dem du vertraust? Wir müssen zu einem Ripper-Doc. Schnell! Victor, flickt uns zusammen. Wir müssen irgendwie dorthin. Ruf jemanden an, irgendwen. Okay, schon gut. Guten Tag. Meinen Scannern zufolge sind Sie außerhalb des Versorgungsgebiets. Komm, mich einfach holen. Ich muss zu Mistys Esoterikum. Vor Victors. Sehr wohl. Ein Wagen ist unterwegs. Er sollte in weniger als 20 Minuten eintreffen. Was fällt dir ein? Hey! Der Direktlink ist beschädigt. Bitte führen Sie das Kabel unterhalb des Ohrs ein. Aber nicht zu tief. Zwischen seinen Lymphknoten unter dem Kopfwändermuskel sollten zusätzliche Neuralbuchsen sein. Versehentlich eine Welle treffe, stirbt er. In der Tat. Wenn Sie nichts tun, aber auch. Ich glaube, ich habe Buchsen. Stellen Sie nun eine Verbindung her. Ich schaffe es nicht! Muss mich setzen. Ist das dein Blut? Mesty! Blutdruck fällt. Neurogener Schock. Er stirbt. Ich schneide durchs Hinterhauptbein. Gibt keinen anderen Weg. Damit riskieren Sie... Ich weiß, was ich tue. Geht es ihm? Noch nicht so gut wie dir, aber... Wie? Bist du da drin? Wie fühlst du dich? Weiß nicht, Vic. Es dröhnt in meinen Ohren. Und ich sehe Dinge. Diese blendende Lichter. Dann lass ich alles raus. Sie haben mich Das war zu real. Soll die... So hast du mich noch nie angeguckt, Vic. Was ist los? Du
Ja. Du hast nicht mehr lang, Kleiner. Was sagst du? Der Biochip ist wie eine Zeitbombe und sie tickt. Du hast nicht mehr lange zu leben. Maximal ein paar Wochen. Silverhands Konstrukt überschreibt dein Bewusstsein, übernimmt nach und nach deinen Körper, bis du irgendwann verschwindest. Wie, es ist wichtig, dass du das verstehst. Du kriegst mich wieder hin, oder? Vic? Ich wünschte, ich könnte. Aber das übersteigt meine Fähigkeiten bei weitem. Du bist der Beste der Besten, Vic. Warum kannst du mir nicht helfen? Willst du die lange oder die kurze Fassung? Lass nichts aus. Kein einziges Detail. Okay. Du hast ihn in deinen Chipslot getan. Nichts. Eine Kugel in den Kopf. Kleines Kaliber. Die Nanobots des... Du bist Dr. Victor und ich bin dein Monster. Perfekt. Deinen Körper kannst du modifizieren. Aber deine... Aus der Sicht... Also will die... Nicht... Vic, du hast mich schon so oft gerettet. Wenn du nichts für mich tun kannst, dann... Was verflucht soll ich dann machen? Sag's mir. Bitte. Vic. Ich weiß es nicht, Kleiner. Misty? Verlangst zu viel von einem alten Mann wie Vic. Dann starb er. Ich dachte, ich würde sterben. Mit ihm zusammen. Im Schlaf. Der Schlaf ist wie ein Hauch des Todes. Des Unvermeidlichen. Ich weiß nicht mal, ob ich jetzt wach bin. Ich meine, ich könnte schon tot sein, oder? Darauf solltest du dich nicht fixieren, Vi. Verdräng es. Hier, ich habe etwas Medizin für dich. Omega-Blocker. Wenn du sie regelmäßig nimmst, schreitet der Verfall weniger schnell voran. Sie sollte auch deinen Untermieter etwas ruhig stellen. Das Pseudoendotrizin ist von mir. Es beschleunigt den Prozess. Setzt den Dämon also praktisch frei. Eine Pille, die diesen Hurensohn wachrüttelt, damit er mich gleich umbringen kann? Hör zu. Für eine Weile wird es dir gut gehen. Aber schon bald könnte dein Leben purer Schmerz sein. Ich gebe dir nur eine Wahl, mein Lieber. Das Gehirn lässt sich überlisten. Schmerztabletten sollten reichen. Deine Psyche wird sterben, Vi. Du wirst dein eigenes Ich dahinschmelzen sehen. Irgendwann erkennst du dich selbst nicht mehr. Es wird beängstigend. Schmerzhaft. Aber das muss es nicht sein. Wozu brauche ich Pillen, verdammt? Warum blase ich mir nicht gleich das Gehirn mit der Knarre raus? Weil du dann zwei Seelen töten würdest. Willst du das? Ich muss mich hinlegen. Hier, ich hab noch was für dich. Das hat Vic aus deinem Schädel gezogen. Ein Glücksbringer? Versprich mir, dass du ein bisschen schläfst, ja? Hast du nicht gehört? Mein Zustand ist unheilbar. Was soll mir das denn bringen? Sei nicht albern. Solange du lebst, gibt es Hoffnung. Lass dir von niemandem was anderes einreden. Glaubst du wirklich, dass ich das überleben kann? Natürlich. Schließlich bist du schon einmal gestorben und zurückgekommen, oder nicht?
Christi, warte. Weißt du, Jackie? Ja? Es tut mir so verdammt leid, dass Jackie tot ist. Jackie war was Besonderes. Spirituell erfüllt. Er hat viel mit seiner Liebe berührt. Keine Sorge. Er wird immer bei uns sein. Du kommst sicher klar? Das werde ich. Das Leben ist wunderschön mächtig. So viel mächtiger als der Tod. Aber jetzt brauchst du etwas Ruhe. Also schlaf. Bitte, schlaf. Ich muss hier raus, verstanden? Und ich töte jeden, der mich aufhalten will, dich eingeschlossen. Ich brauche eine Kippe. Wo hast du deine? Einmal her. Wie können wir überhaupt reden? Woher soll ich das wissen? Was für ein ranziges Joy-Toy habe ich denn da gefickt? Verpiss dich endlich! Für wen arbeitest du? Mach's Maul auf! Ich reiß ihn selbst raus. Nein, warte! Ich werde die Kontrolle haben. Hörst du? Wiedersehen, Arschloch. Aber nicht so. Steck dir eine Knarre ins Maul und drück ab. Na los! Ich bin wie Schimmel. Rost, zerfresse dich. Kann nichts dagegen tun. Hörst du mich? Ach, ich würde kotzen, wenn ich's könnte. Es ist nur eine Kopie des Engrams. Ich bin irgendwo da draußen. Ganz sicher. Ja, Leute, und wie es im zweiten Akt dann weitergeht von Cyberpunk 2077, werdet ihr schon bald im nächsten Teil erfahren.
Ich hoffe, euch hat der, sag ich mal, erste Akt gefallen. Den Anfang seht ihr ja dann im Livestream, also habt ihr beziehungsweise schon im Livestream gesehen. Und alle Leute, die das nicht gesehen haben, ihr könnt, wenn ihr unter Playlist geht und dann auf Livestreams klickt, ganz unten bei dem letzten Livestream gern den ersten, den allerersten Teil, wie ich auf Cyberpunk 2077 reagiere, anschauen. Und an alle Konsolenzocker hoffe ich natürlich, dass ja, dass sich irgendwie ein bisschen bessern wird mit der Xbox One und der PlayStation 5, PlayStation allgemein, so, ja, alle Konsolen einfach, wo man gerade ja Cyberpunk 2070 drauf zocken kann. Aber es soll ja bald eine Next-Gen-Version rauskommen, die, sag ich mal, für nächstes Jahr ansteht und derzeit von CD Projekt Red ja, in Entwicklung steht. Aber derzeit hätten sie sogar auch eine Anklage am Hals. Also ich weiß nicht, wie es gerade so läuft bei CD Projekt, aber ich denke sehr stressig. Aber wir hoffen, dass sich das bis zum nächsten Jahr natürlich widerlegt und die auch von den finanziellen, sag ich mal, wieder ins Reine kommen. Naja, wie auch immer. Ich wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, wann auch immer ihr dieses Gameplay gesehen habt. Und bis zum nächsten Teil.